Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Hoffmann und ich werde euch heute zeigen, wie wir auf die Schnelle einen Männereierlikör herstellen können. Männereierlikör deshalb, weil wir den nicht wie üblicherweise mit einem klaren machen, sondern hier jetzt mit einem Kräuterlikör, das heißt mit einem Jägermeister. Ich werde zur Zubereitung meinen Thermomix verwenden. Das Rezept ist selbstverständlich aber auch auf dem Kochtopf kochbar. Also man kann das auch mit dem Schneebesen oder mit dem Handrührgerät erstellen oder mit einem Mixstab auf langsamer Stufe. Aber ich persönlich habe einen Thermomix und aus dem Grund verwende ich ihn auch. Warum soll ich mir das Leben unnötig schwer machen, wenn es auch einfach geht? Gut, zu den Grundzutaten, die wir benötigen. Wir brauchen, wie schon erwähnt, Jägermeister. Wir haben jetzt hier 375 ml Flasche. Wir brauchen Milch, wir brauchen Sahne. Die Menge der Flüssigkeit ist so ein bisschen davon abhängig, wie gießbar der Eierlikör letztendlich sein soll. Ich persönlich hasse es, wenn der Eierlikör aus dem Kühlschrank kommt und ich muss schütteln wie verrückt, bis überhaupt was aus der Flasche rauskommt. Das heißt, ich persönlich werde jetzt auch hier bei diesem Rezept eher darauf achten, dass wir etwas mehr Milch hinzugeben, dass wir sicherstellen können, wenn der Eierlikör aus dem Kühlschrank kommt, dass er auch relativ einfach ausgegossen werden kann. Dann haben wir Zucker, den wir benötigen. Das heißt, ich verwende einen braunen Rohrzucker. Passt dann auch zur Farbe des Kräuterlikörs. Und zusätzlich brauchen wir eine kleine Menge, so 5 bis 10 Gramm Vanillezucker. Das kann selbstgemachter sein, kann aber auch ein fertiger Vanillinzucker aus der Packung werden. Gut, und last but not least brauchen wir natürlich frische Eier. Hier für diese Rezeptmenge jetzt 5 Stück, sonst wäre es ja kein Eierlikör. Das Rezept als solches findet sich auf meiner Webseite www.kochenfuerkochmuffel.de und das werde ich dann entsprechend am Ende auch nochmal einblenden bei dem Clip hier, wo dieses Rezept genau zu finden ist. Gut, fangen wir einfach an. Wir füllen die Zutaten ganz einfach alle in den Mixtopf. Ich schalte jetzt hier mal die Waage an. Ich verwende, weil ich ihn nicht so süß haben möchte, lediglich 150 Gramm braunen Rohrzucker. Füllen wir gerade mal ein. Okay. Dann benötigen wir den Vanillinzucker oder Vanillezucker. Den habe ich schon mal vorbereitet. Vom Gewicht her ungefähr 10 Gramm. Drücke ich mal wieder auf 0. Dann empfehle ich ungefähr 100 Gramm Sahne. Und da geben wir jetzt nochmal mindestens 400 Gramm Milch hinzu, damit er eine entsprechende Flüssigkeit auch beibehält, wenn wir nachher die Eier drin haben. Und das Ganze dann temperiert wird. Das heißt insgesamt 500 Gramm Flüssigkeit ohne den Kräuterlikör natürlich. Gut. So, was fehlt? Der Likör und die Eier. Das heißt, wir werden jetzt einfach 5 ganze Eier hier noch zugeben. Wenn es geht, ohne Schale. So, und die Nummer 5. So, und last but not least kommt der Kräuterlikör hinzu. Da können wir die Waage einfach schon mal ausschalten. Ich habe jetzt hier eine 350
Milliliter Flasche ist es sogar nur. Die gebe ich hier komplett hinzu. Wenn ihr den Eierlikör nachkochen wollt und das ohne den Thermomix macht, seid bitte so gut, schlagt zuerst die Eier mit dem Handrührgerät ein bisschen auf und gebt dann Sahne-Milch hinzu, dann den Zucker und zum Schluss auch den Kräuterlikör. Also schon während dem Zugeben der Zutaten rühren. Hier ist es relativ einfach mit dem Thermomix, weil der eine hohe Umdrehungszahl hat und das im Kochvorgang dann auch automatisch gut vermischen kann. Gut, das ist schon alles. Das heißt, alle Zutaten einfach in den Thermomix hineingeben, mixen, Topfdeckel aufsetzen hier und dann stelle ich hier den Thermomix jetzt einfach auf 7 Minuten bei 70 Grad auf Stufe 4 und in der Zwischenzeit, wenn er jetzt läuft, gehe ich Flaschen organisieren, das heißt, ich hole mir ein paar Glasflaschen, um den Eierlikör dann abfüllen zu können, die ich jetzt in der Zwischenzeit, während der Thermomix den Eierlikör kocht in den 7 Minuten, mit kochendem Wasser ausspülen werde, um das Ganze steril zu machen, dass er sich auch ein paar Tage im Kühlschrank hält. Okay, dann starten wir. Wir stellen ihn ein auf 7 Minuten. Stellen die Temperatur auf 70 Grad und starten ihn auf 4 und sehen uns dann gleich wieder, wenn er fertig ist. So, der Eierlikör ist fertig. Der Thermomix signalisiert es durch sein Klingeln. Wir schalten ihn einfach aus, nehmen den Deckel ab und natürlich folgt jetzt eine obligatorische Qualitätsprobe. Das muss natürlich auch sein. Wir müssen natürlich mal schauen und verkosten, wie das schmeckt, was wir jetzt hier gemacht haben. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kleiner Tipp am Rande. Dieser Männereierlikör eignet sich nicht nur als kleines Ostergeschenk, sondern auch ganz hervorragend, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht steht und da was Warmes anbieten möchte. Ganz hervorragend. Gut, dann können wir den abfüllen. Die Flaschen habe ich mit kochendem Wasser sterilisiert, ausgespült. Ich fülle den jetzt einfach in Flaschen ab und kann ihn dann verwenden, entweder als Topping für eine Eiscreme. Ich kann ihn natürlich so trinken und er lässt sich auch ganz hervorragend als Kleinigkeit nicht nur zu Ostern verschenken. Ups, das war ein bisschen schwungvoll. So, das war's. Männereierlikör auf die Schnelle im Thermomix. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch der Clip gefallen hat, seid so gut, teilt ihn, liked ihn und es würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Wir werden uns dann vielleicht in Zukunft öfter sehen. Vielen Dank. Ciao.